Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Mai. Ein großer Vorsatz von mir war ja, in diesem Monat weniger Neuzugänge zu haben, weniger Rezensionsexemplare zu erhalten und ich wollte einstellig bleiben. Das habe ich leider nicht geschafft, denn am Ende des Monats war mir dann nach einem Hörbuch und ich hatte auf meinem Audible-Sub nichts, was in die Richtung gepasst hat, was ich gerne hören wollte. Und so sind es tatsächlich 10 Bücher im Mai geworden, die bei mir eingezogen sind. Es sind 5 echte Bücher, 4 E-Books und eben ein Hörbuch geworden. Und ja, ich habe richtig gemerkt, wie ich ein bisschen expliziter auch zum Beispiel gerade die Rezensionsexemplare mir angeguckt habe, dass ich nicht alles so direkt auf den ersten Blick angefragt habe und ja, dass ich auch schon so manches gelesen habe von den Büchern. Ich habe ja, einen großen Bogen um Rebuy, Medimops und Arvel gemacht. Ich habe tatsächlich nur einmal was bei Medimops bestellt, weil ich mir dort Downton Abbey gebraucht gekauft habe, Staffel 4, 5, 6 glaube ich, wenn es nicht nur 5 und 6 war, ich weiß es gerade nicht. Und da habe ich dann auch 2 Bücher mitbestellt und ja, aber dazu dann bei den Büchern mehr. Ich denke, wir fangen ja einfach mal von vorne an. Und zwar war das erste Buch diesen Monats Tiefenwelt von T.F. Spurring. Und zwar ein ja, sehr endzeit-dystopisches Buch, was ich vom Drachenmond Verlag bekommen habe. Ich bin ja ein Drachenmond Lounge-Blogger und habe hier eben die Möglichkeit, E-Books auch vorab schon zu lesen. Und mir wurde dieses Buch ja zur Verfügung gestellt. Ich habe es auch schon gelesen im Mai. Ein wirklich sehr, sehr gelungenes Buch, das mir viel Spaß gebracht hat, diese Idee, ja, dass es eine Krankheit gibt, die es jetzt schon gibt und die eben ja, zum Tode führen kann und dass die Gesellschaft, die, ja, die Regierung im Grunde ja nicht jedem das Heilmittel gibt und wir hier einen Jungen haben, der eben in die tiefe Welt geht, um ja, sich im Grunde einer Rebellion anzuschließen und sich dann herausstellt, dass er noch was ganz anderes kann. Fand ich wirklich großartig, fand das Thema spannend, mochte das Cover unglaublich gerne. Und ja, freue mich, dass ich das Buch bekommen hatte. Dann ist bei mir ein Neuzugang, ja auch eine neue Erscheinung aus dem Mai eingezogen, und zwar von Val Emmich, Die Unvergesslichen. Hier geht es um ein Mädchen, das nichts vergessen kann und um einen jungen Mann, der nichts vergessen möchte und der mit Hilfe des Mädchens ja, im Grunde Erinnerungen zusammenbringen möchte. Und das Buch klang schon für die Neuerscheinungen Mai unglaublich toll und spannend und ich freue mich sehr, das dann jetzt auch im Juni zu lesen. So auch das neue Buch von Joe Hill, Fireman. Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King und ich habe von Joe Hill schon Christmas Land gelesen. Das zweite Buch von ihm habe ich noch nicht gelesen, aber Fireman kam jetzt auch im Mai heraus und wurde mir als E-Book zur Verfügung gestellt und ja, darauf freue ich mich sehr. Wir haben hier, soweit ich mich erinnern kann, auch eine Dystopie, denn es brechen Feuer aus und es, oder die Menschen entzünden sich, glaube ich, irgendwie so war es. Und wir haben eben den Fireman, den Feuermann, der das, glaube ich, zu vermeiden versucht oder sogar kann. Ich habe mich gar nicht näher damit beschäftigt. Ich habe jetzt schon einige unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Die einen, die sagen, die ersten 200 Seiten sind genial, der Rest nicht so gut. Christy hat im Kingsiana Hangout gesagt, oh, ich habe jetzt bis Seite 400 gebraucht, bis es spannend wurde. Und dann wieder einige, die auch sagen, es könnte auch ein Stephen King sein. Das ist natürlich, ja, vielleicht bringt man es einfach nur zusammen, weil es der Sohn ist. Sonst wäre schon, glaube ich, ein bisschen traurig, wenn man jetzt im Grunde Geschichten so aus einer Hand sich anfühlte, es aber zwei wären. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich bin sehr, sehr gespannt und denke, dass ich das auch im Juni lesen werde. So auch Giants, der zweite Teil ist im Mai herausgekommen. Für mich war Giants, der erste Teil, ja letztes Jahr wirklich ein Highlight, eine Science-Fiction-Geschichte, ganz nach meinem Geschmack, denn es wird eine riesengroße Hand gefunden und man versucht dann eben auf der Welt, ja,
im Grunde noch die anderen Körperteile zu finden und fragt sich dann natürlich, was es damit überhaupt auf sich hat. Und die Geschichte wird ganz unterschiedlich erzählt, einmal so aus Erzählsicht. Wir haben aber auch so eine Interviewsicht, die ich unglaublich spannend fand, weil man nicht wusste, wer ist der Interviewer, um was geht es. Es hat so ein bisschen immer aus dem Zusammenhang gerissen gewirkt, aber hat sich dann ins große Ganze eingefügt. War wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und ich freue mich jetzt sehr auf den zweiten Teil und bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Und dann kam besagte Medimops-Bestellung. Ich habe im Mai Schwarz gelesen von Stephen King. Das ist ja der Auftakt der Dunklen Turm-Reihe, eine Reihe, die ich ja eigentlich gefühlt nie lesen wollte und dann aber einfach so viele geschwärmt haben und auch einfach der Trailer zum Film so genial war. Und auch wenn ich jetzt Schwarz nicht wirklich gut fand, möchte ich auf jeden Fall mit der Reihe weitermachen und habe mir dementsprechend 3, das ist der zweite Teil, geholt und auch Tod, das ist der dritte Teil, weil es die auch relativ günstig für um die 2 € gegeben hat. Sie sind in einem okayen Zustand, sie sind schon ein bisschen nachgegilbt, aber sie sind auch eben einfach schon gefühlt 20 Jahre alt. Ne? Also ich habe da, also ja, ich mag die Covers ja sehr gerne. Sie passen jetzt nicht zur Jumbo-Ausgabe von meiner Mama. Und meine Mama hat ja auch schon diesen 5. Teil, der in Metallic Edition ist, da passt er auch nicht dazu. Aber mir ist das persönlich ja egal. Von hinten passen sie relativ gut zu den früheren Kings, auch mit diesem alten Heine-Logo. Und ja, diese beiden Bücher habe ich mir, wie gesagt, gebraucht geholt, um sie dann einfach jetzt, dann im Sommer wird es, denke ich, weitergehen. Ich denke mal, wir werden den zweiten Teil vielleicht irgendwie in den August legen und einfach mal schauen, wie wir mit der Reihe weiterkommen. Und man hört ja dann wirklich nur noch Gutes von dieser Reihe. Dann ist als Rezensionsexemplar bei mir Nur was ich mag eingegangen von der lieben Sissy vom Kanal Typisch Sissy. Hier haben wir ja einen Minimalismus-Ratgeber und sie gibt uns hier eben Tipps, Anregungen, Inspiration und auch Motivation, wie man eben zu einem minimalistischen Leben kommt. Und ich verfolge Sissy schon sehr, sehr lange auf ihrem YouTube-Kanal und fand daher auch ihr Buch mega spannend und habe es dann vom BOD auch als Rezi-Buch zur Verfügung bekommen. Hat mich sehr gefreut, habe ich auch schon gelesen. So auch das nächste Buch, mein erster Manga von Carlsen Manga, ist bei mir eingezogen. Sherlock, ein Fall von Pink. Und ich wusste nicht, ob das was für mich ist, ob Manga was für mich ist. Ich wusste aber, Sherlock ist was für mich. Und ich freue mich jetzt mega auf Staffel 4, die am Sonntag ja losgeht. Und so auch habe ich mich auf den Manga gefreut. Und ich habe diesen auch schon im Mai gelesen und ich kann so viel verraten, es hat mich einfach nur geflasht und begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich so ein Manga-Kind werde, bin ich auch im Grunde noch nicht, war mein erster Manga. Aber ich dachte tatsächlich, dass mir das mehr Probleme bereiten würde, hat es aber gar nicht. Und dieser Manga ist eben aufgesetzt auf die BBC-Serie, die man sich eben auch angucken kann. Heißt auch, die Figuren sehen so aus wie Benedict Cumberbatch und eben Martin Freeman als Dr. Watson. Und auch das ganze Screenplay in diesem Buch sieht eben so aus, als würde man der Serie folgen. Und das hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Dann ist bei mir eingezogen ein Lovely Books Leserundenbuch, das mich sehr, sehr angesprochen hat. Und zwar Die Brut. Sie sind da von Ezekiel Bone. Eine Reihe, es wird eine Trilogie, das hat zumindest der Autor schon verraten. Teil 2 erscheint auch im August. Der englische zweite Teil ist, glaube ich, gerade herausgekommen. Und der dritte Teil erscheint wohl jetzt demnächst in englischer Sprache und ist wohl schon am Übersetzen. Von daher denke ich, dass wir den dritten Teil dieses Jahr auch noch erwarten können. Ja, es geht hier, um was geht es hier? Es geht hier um etwas Böses, was sich auf der Welt rührt, was Menschen auffressen kann, was Menschen auch sprachlos zurücklässt und ganz viel Ekel bereitet, viel Tod daherbringt und eben ein paar Menschen, die jetzt erforschen, wie es an die Oberfläche kam, wie es aufzuhalten ist und was es eigentlich ist. Und es war ein unglaublich gelungener Thriller. So viel kann man auf jeden Fall schon sagen. Mir hat die Leserunde bisher gute Unterhaltung, guten Austausch gebracht. Und ich fand schön, dass ich da Glück hatte bei Lovely Books. Das Buch hat einen wunderbar roten Buchschnitt. Das zweite Buch wird weiß sein mit grüner Schrift, also mit grünem
Autorennamen und ich gehe mal davon, ich weiß gar nicht, ob man schon sieht, ja, und hier hinten ist schon der zweite Teil abgebildet und ich gehe dann einfach mal davon aus, dass der Buchschnitt wahrscheinlich dann auch grün sein wird und wird von mir auf jeden Fall auch gelesen, weil der erste Teil wirklich mega spannend war und ja, mich so ein bisschen mit ganz viel Ekel und ich gucke jetzt auch öfter mal in die Ecken gefühlt zurückgelassen hat und hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und das wäre es dann im Mai eigentlich schon gewesen, wenn mich nicht am letzten Maiwochenende bei Hitze im Garten irgendwie das Gefühl umgeben hätte, ach Mensch, so ein Hörbuch wäre jetzt schön. Und mir wäre nach diesen ganzen Thrillern, die ich in den 2 Wochen gelesen habe und Dystopien, irgendwie mal nach einer kleinen Liebesgeschichte. Und habe dann 3-4 Leute gefragt und natürlich hätte ich was von meinem Sub lesen können, weil da habe ich definitiv ein paar, so eine Handvoll Geschichten. Ich wollte aber eben ein Hörbuch hören. Und ja, da bin ich auf Nicolas Barrot wieder mal gestoßen. Ich habe, glaube ich, schon 3 Geschichten von ihm gelesen. Eine habe ich auf dem Sub, aber als echtes Buch. Und ich habe mich für das Buch aus dem letzten Jahr erschienen, Das Café der kleinen Wunder. Und habe mir dieses Buch über Audible gehört, also meinen Gutschein eingelöst. Und ja, hier war mir eben einfach nach einer Liebesgeschichte, mir war nach Paris. Zudem passiert hier auch einiges in Venedig und wir haben Nele, eine junge Frau, die in ihrem Professor heimlich verliebt ist, bis sie dann eben herausfindet, dass er eben nach Italien zu seiner großen Liebe zieht und ja, für sie im Grunde die Welt zusammenbricht und sie sich dann eben auf den Weg nach Venedig macht und dort eine ganze Zeit verbringt und ihr dort eben allerhand passiert. Und ja, ich bin mitten im Hören. Ich habe, glaube ich, schon gut die Hälfte am heutigen Tage gehört. Ich denke mal, wenn ihr das Video seht, bin ich vielleicht sogar schon fertig. Guckt da gerne mal auf Lovely Books. Da versuche ich immer alles ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu halten. Da könnt ihr mir gerne folgen, findet ihr in der Infobox. Und die Stimme gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Man kann sie auch wunderbar ein bisschen schneller stellen, was mir einfach wichtig ist, weil ich persönlich kein Hörbuch auf 1er Geschwindigkeit höre. Und mir hat bisher die Geschichte auch gut gefallen und ich denke spätestens in der Bücherwoche oder dann auch im Monatsrückblick, da erfahrt ihr noch ein bisschen was mehr zu diesem Hörbuch. Und das waren sie nun auch schon, die 10 Bücher. Ich bin doch ein klein wenig stolz, dass ich wirklich so um Rebuy herumgekommen bin, um Arvel und um Medimobs, obwohl es tolle Angebote gab, ja, da auch portofrei war, die Mindestsumme runtergesetzt wurde oder ja, allerhand andere tolle Dinge oder dann auch bei Arvel einfach coole Bücher eingezogen sind. Ich folge denen ja auch auf Facebook und habe da einfach meine Augen geschlossen, wenn ein Post kam. Und ich denke, das ist mir auch ganz gut geglückt. Ich glaube, dass im Juni jetzt doch ein paar mehr Bücher einziehen werden, einfach weil einige Neuerscheinungen jetzt von Ende Mai und auch im Juni, denke ich, bei mir einziehen werden. Aber ich denke, dass es diesen Monat mit den etwas wenigeren Neuzugängen einfach mal gebraucht hat und das meinem Sub auch ganz gut tut, weil ich definitiv diesen Monat auch mehr gelesen habe, als gekauft habe. Und das ist, glaube ich, der erste Monat in diesem Jahr ist, wo das der Fall ist. Aber dazu dann einfach mal mehr im Monatsrückblick. Und jetzt fände ich natürlich interessant, was ist bei euch so eingezogen? Ist vielleicht eins der Bücher auch bei euch eingezogen? Fände ich sehr, sehr spannend. Kennt ihr eins der Bücher schon? Lasst es mich gerne wissen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.